Hallo und herzlich willkommen bei meinem zweiten Projekt. Ich habe für eine Freundin, die mich privat angeschrieben hat, hat sie mich gefragt, ob ich auch World of Warcraft Let's Player. Und ganz ehrlich, ja, ihr zuliebe tue ich das. Ja, wie ihr Was seht, führt euch hierher? bin ich jetzt gerade im Anfanggebiet der Nachtelfen. Eine Priesterin habe ich mir erstellt. Und ja, auf jeden Fall wird nicht so wie bei The Elder Scrolls Online, wird das hier halt nicht wirklich gesagt. Also ich werde dann auch dann wieder vorlesen. Leider gibt es, glaube ich, im World of Warcraft keine Bücher zum Lesen, was eigentlich schade ist. Aber egal, ich werde jetzt einfach mal die erste Quest vorlesen und dann schauen wir mal weiter. Das Gleichgewicht der Natur. Seid gegrüßt, Nisjaha. Ich bin Iltal Lain. Meine Aufgabe im Laubschattental besteht darin, junge Hellen wie euch auszubilden, Priesterin und sicherzustellen, dass das Naturgleichgewicht erhalten bleibt. Der Frühlingsregen war dieses Jahr besonders reichlich. Einige Geschöpfe des Dschungels haben davon profitiert und andere haben darunter gelitten. Unglücklicherweise ist die Zahl der Nachtsäbler zu groß geworden und sie werden andere Kreaturen ausrotten, wenn sie nicht selbst dezimiert werden. Reist weiter, Priesterin, und dünnt Population der Nachtsäbler aus, damit die Harmonie der Natur erhalten bleibt. Okay, dann machen wir das mal. Und ja, wir müssen jetzt erstmal Nachtsäbler töten. Ja, die Steuerung ist etwas anders als bei The Elder Scrolls Online. Und wie gesagt, ich wurde halt privat angeschrieben von einer lieben Zuschauerin, die auch meinen Kanal abonniert hatte, ob es nicht möglich wäre, noch ein Zweitprojekt zu starten, wie World of Warcraft. Und diesem Wunsch bin ich halt nachgegangen. Und ja, auf jeden Fall, mir gefällt die Grafik so nicht. Also, aber okay, ich will jetzt nicht vorurteilen und ich schaue einfach mal, was sich so ergibt. Sie hat mir auch erzählt, ich soll nur bis Level 10 machen, hier in dem Gebiet, und ab Level 10 dann einmal ins Sturmwind reisen. Und da halt ein paar Sachen wie ein Wappenrock für einen Sturmwind besorgen und dann da weiter questen. Und ja, ich werde, wie gesagt, ich werde da Ich nachkommen. bin ganz Ohr. Und ja, ihr seid eurer Pflicht vorbildlich nachgekommen, Nisjaha. Ihr bekommt ein Handgelenk. So, und dann müssen wir verderbtes Teufelmoos. Ihr scheint zu wissen, was ihr tut. Vielleicht kann ich euch mit einer etwas gewichtigeren Aufgabe betrauen. Wie ihr vielleicht wisst, wurde die Verderbnis in Teldrassil angeglichen, angeblich, Entschuldigung, ausgemerzt. Und doch geht etwas Verdorbenes um. Die Kreaturen haben sich nicht beruhigt und es plagen uns weiter alle möglichen Probleme. Ihr müsst euch um die Grellkin kümmern, die sich im Westen versammelt haben. Und während ihr dort seid, möchte ich, dass ihr sie nach Teufelsmoos absucht. Versammelt haben und während ihr dort seid, möchte ich, dass ihr na sie nach Teufelsmoos absucht. Dies wird mir helfen, herauszufinden, woher diese fortgesetzte Verderbnis stammt. Ja, wir müssen Viel Glück. mal wieder welche
töten. Hier ist noch eine Quest. Ich bin ganz bösartige kleine Grells. Sie haben schon wieder etwas von unseren Lebensmittelvorräte gestohlen. Wenn es euch nichts ausmacht, mir zur Hand zu gehen, sie haben sicherlich meine gestohlenen Taschen in ihrem Lager im Westen. Ich werde euch mit Freuden belohnen, wenn ihr sie mir zurückbringt. Ja, also wir müssen hier jetzt einmal Vorräte besorgen. Ich guck gerade, gibt es hier vielleicht auch einen Briefkasten? Weil dadurch im Shop habe ich mir spezielle Sachen gekauft. Und oder nicht spezielle Sachen halt. Ich habe halt für die Collector Edition etwas. Also dieses Festtagsfeuerwerk möchte ich gerne nicht haben. Und ja, auf jeden Fall ich habe so ein Paket geholt für. Ja, ich glaube, das war nicht heroisch, was im Angebot beim Blizzard Shop war, sondern ich weiß jetzt nicht, was ich da geholt habe. Auf jeden Fall habe ich sogar Vorlagen, ein süßes Reittier. Das tue ich auch erstmal hier rein. Dann habe ich auch zwei Pets bekommen, die würde ich auch mal hier unten reinsetzen. Und ich würde gerne so diesen Würmchen haben. Ja. So ein fliegender Wurm, auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke für die Tipps, wollte ich dir nur gesagt haben, weil deine Tipps waren wirklich sehr hilfreich. Und ja. Auf jeden Fall ist hier schon der Anfangsgebiet schon voll, mit vielen Spielern. Also ich sehe jetzt gerade zwei weitere. Vorhin, wo ich die Aufnahme gestartet hatte, waren da auch noch welche. Und ja. Und warum ich eine Priesterin spiele, ich wollte sie dann zur Heilerin machen. In Elder Scrolls Online, meine Hüterin, die ist ja DD. Und natürlich bleibt Elder Scrolls Online mein Favorite. Und da werde ich auch öfters oder sehr oft und häufig auch Folgen rausbringen. Und mit WoW weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das einmal die Woche. Oder vielleicht auch zweimal die Woche. Ich weiß nicht. Ich muss ja auch dann die Zeit dafür haben, für World of Warcraft da auch die Let's Plays neu zu gestalten oder auch zu machen. Und ja, es geht ja auch nicht nur deswegen, aber naja, es ist halt doch ganz anders als bei The Elder Scrolls Online. Und daher, weil ich habe kein passendes Moment. Ich muss mich einmal entschuldigen.
Entschuldigung, mein Telefon hat geklingelt, tut mir aufrichtig leid. Ich weiß gerade nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht. Wir geben jetzt einfach mal die Quest ab. Seid gegrüßt. Und bestätigt meinen Verdacht, Nisjaha. Bringt mir das Teufelsmoos von den Grelkin. Hab ich doch. Oh, und ich krieg Handschuhe. Wie schön. Mögen euch die Sterne leiden. Ja, danke. Hallo. Ich habe keine Vorräte für meine Kunden, bis meine gestohlenen Waren wieder bei mir sind. Wie ist es gelaufen? Sehr gut. Elune sei gepriesen und ihr ebenfalls, Priesterin. Viele junge Nachtelfen benötigen diese dringend, aber es ist mir eine große Freude, euch eine dieser Taschen als Belohnung zu überreichen. Ich bin mir sicher, sie wird euch von Nutzen sein. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Und GZ-Matrone Blue, oder ja, für den Levelaufstieg. Lebt wohl. So, ja, auf jeden Fall, wie sieht die denn aus? Okay, ich weiß nicht, was das ist, aber... Naja, sehr leicht bekleidet gerade. Ich nur la. Mondpriesterin, womöglich seid ihr bereit, uns beim Kampf gegen die Verderbnis zu helfen, die das Laubschattental heimsucht. Mondpriesterin Dentaria Silbertal hat uns ihre Hilfe angeboten. Ihr solltet sie zwischen den beiden Teichen nördlich unseres großen Baumes finden. Schlagt einen Bogen um den Baum, um zu ihr zu gelangen, und helft ihr so gut ihr könnt, Priesterin. Sprecht mit den Taria Silbertal zwischen den beiden Teichen im Zentrum des Laubschattentals. Ja, auf jeden Fall, was ich hier vermisse, ist wirklich die Story. Weil schon gerade im Anfanggebiet die Storys, okay, klar, hier geht's um eine Verderbnis, aber es wäre schön, wenn Blizzard das sich mal einfallen lassen würde, dass die Leute die Quest vorlesen, was sie wollen. Und ja, vielleicht bin ich auch einfach nur verwöhnt von The Elder Scrolls Online, weil da wird nur sagen, ja, die NPCs von den Quests, was ich jetzt für die 5 Folgen rausgebracht habe, was los ist, was passiert ist. Und in World of Warcraft vermisse ich das einfach. Mondpriesterin, es ist gut, dass ihr gekommen seid. Es scheint, eure Ausbildung schreitet schnell voran. Okay. Iverons Gegengift. Unser Freund Iveron ist vom Gift der Waldweberspinnen befallen worden. Ich kann dafür sorgen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert, aber ich brauche jemanden, der eine Zutat sammelt, damit ich ihm ein Gegengift mischen kann. Überall um die Teiche herum solltet ihr Mondblütenlilien finden. Diesen Blumen wohnt eine große Heilkraft inne. Wenn ich sie gemeinsam mit anderen Zutaten verwende, die ich bereits habe, kann ich Iveron wieder gesund machen. Würdet ihr sie für mich sammeln? Es müsste viele in Sichtweite von hier in der Nähe des Ufers geben. Und dafür kriege ich auch eine Hose. Geht in Frieden. Wir sammeln jetzt. Also hier gerade am Anfang töte die so und so viel, töte davon so und so viel. Oh, und vergesst nicht, noch zwischendurch irgendwelche Sachen zu sammeln. Ich kann tauchen. Ja, aber auf jeden Fall, ich vermisse die Story irgendwie.
Ich meine, mit meiner Kajit habe ich zwar nicht viel gemacht, weil es so viele Bücher gibt, die man lesen kann, aber dafür sind halt bei den Quests wird halt einfach die, bemerkt man nicht, tötet die, tötet davon, sammelt davon oder rettet die. Also es ist wirklich, man merkt es einfach nicht. Ich bin geehrt. Ivarons Gegengift. Unserem lieben Freund geht es nicht sehr gut. Trotz meiner Pflege habt ihr mir gebracht, was ich benötige. Okay, ich sollte mal die Punkte trotzdem lesen. Die sind perfekt. Hab Dank, Nisjaha. Besonders für eure Schnelligkeit. Ihr bekommt eine Rose. Die Beschützerin des Waldlandes. Nun muss ich euch um einen Gefallen bitten, der durchaus gefährlich ist. Seltsame Kunde ist mir durch das Tuscheln der Waldgeister zu Ohren gekommen. Die rätselhafte Beschützerin des Waldlandes, Tarindrella, ist ins Laubschattental zurückgekehrt. Die Anwesenheit der Dryade war das letzte Mal vor der Segnung von Teldrassil zu spüren. Irgendetwas muss im Argen liegen, wenn sie zurück in dieses Land gereist ist. Sucht nach Tarindrella in der Schattenweberhöhle im Norden. Es ist gefährlich, aber wir werden dieses Gegengift sicherheitshalber bereithalten. Sucht nach der Dryade mit dem Namen Tarindrella in der Schattenweberhöhle. Am nördlichen Ende des Laubschattentals. Okay. Gut, machen wir mal. Ist ja nicht schwer, irgendwie jemanden zu suchen. Und ja. Ich guck grad. Ach, was ist das denn? So, okay. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich, wo ist denn das jetzt? Ist es wirklich, die Musik fehlt. Also ich vermisse gerade die Musik und ja. Ah, da ist sie ja. Und es regnet. Yay. Ey, nicht weglaufen. Gibt es Ärger? Sie sagt einen Satz. Schön. Ich sehe, ihr habt mich gefunden, Nachtelfe. Denn Taria war weise genug, euch zu mir zu schicken. Ui, schön. Und ich habe eine zweite Attacke bekommen. Schattenwort, Schmerz. Was ich noch nicht weiß ist, muss ich auch, so wie bei The Elder Scrolls Online, irgendwelche Talentpunkte setzen oder eher weniger, weil, wie gesagt, ich mache das Let's Play für eine lieben Freundin, die mich darum gebittet hat. Und ich hatte ja beim fünften Video angekündigt, dass ich vielleicht am Überlegen bin, ein Zweitprojekt noch dazu zu ziehen. Ja, und diese liebe Freundin hat halt, als sie heute Morgen die fünfte Folge gesehen hat, hat sie halt zu mir gesagt, pass auf, oder mich angeschrien, pass auf, kannst du das nicht? Und ja, Verderbnis der Waldweber. Ich hatte gehofft, niemals wieder wegen solch düsterer Angelegenheit nach Teldrassil zurückzukehren. Ich hoffte, dass hier die Verderbnis inzwischen vollständig ausgerottet sei. Etwas Schändliches geht um. Diese Spinnen leiden viel stärker unter der Verderbnis als die anderen Tiere der Umgebung. Sie werden zu einer Gefahr für mein Volk und zu einer Gefahr für den Wald. Wir müssen ihre Anzahl dezimieren. Aber noch wichtiger, wir müssen die Quelle der Verderbnis finden, die sie plagt.
Ich werde mit euch kommen und euch in dieser Sache unterstützen. Ja, zweihändig. Ich kriege auch einen Stab. Und hier ist schon noch einer. Hallo. Wer bist du? Hallo, Aruga. Genau, das ist Aruga. Ich glaube, sie spielt, ja, sie spielt, glaube ich, Zauberin. Natürlich sammle ich auch wieder alles auf und wie auch bei The Elder Scrolls Online. Nur was ich jetzt nicht weiß, kann ich auch in World of Warcraft auch plündern? Also das wäre mal interessant, das zu erfahren, ob es das auch gibt, dass man auch plündern kann. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich wirklich richtig Schwierigkeiten irgendwie, ja, mit der Steuerung. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten gerade. Ey. Natürlich, wie auch, wie hätte es auch anders sein können, bei The Elder Scrolls Online springe ich immer vom Bergen runter. Also ich benutze nie, nie irgendwelche Wege, sondern ich springe immer meistens runter und wundere mich, warum ich dann Fallschaden bekomme. Und ja, dich brauche ich nicht. Ich brauche wirklich nur die Stimme. Naja, eigentlich hasse ich Spinnen. Also ich habe wirklich eine Spinnphobie. Und wenn ich wirklich eine Spinne sehe, dann könnte ich richtig schreien. Und dann, tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Sofa sitze und vor mir oder auf dem Sofa, war es halt so, dass mir eine Spinne auf der Lehne gekrabbelt war und ich habe so einen Schreianfall bekommen, weil halt, weil ich mich zum einen erschreckt habe, zum anderen aber auch, weil ich mich so, ich finde diese Spinnen richtig eklig und oh, da werde ich richtig wahnsinnig dabei. Und natürlich sind hier auch andere Spieler, also, aber genauso wie in The Elder Scrolls Online waren auch sehr viele Spieler am Anfanggebiet. Und ja, auf jeden Fall war das ja auch. Nur was mich gerade wundert ist, warum es jetzt so wenige Spinnen gibt. Also das wundert mich gerade wirklich, weil ich muss hier wirklich kreuz und quer laufen, um zwei verdammte Spinnen zu bekommen. Und mir wäre es wirklich lieber, dass ich hier eigentlich schon schnell fertig bin. Also, das wäre mir eigentlich schon lieber. Ah, die weite, weite Welt. Die Verderbnis und unter der diese Spinnen zu leiden haben, ist nicht nur oberflächlich. Es kann weder Magie sein, noch unterschwellige Böswilligkeit. Es ist in sie hineingezüchtet worden. Es ist offensichtlich, was unsere nächste Aufgabe ist. Ach ja, welche denn? Okay. Abscheuliche Berührung. Wenn diese Spinnen alle schon mit der Verderbnis in ihren Adern geboren wurden, dann muss ihre Brutmutter die Quelle dieses Bösen sein. Brechen wir auf in den äußersten nördlichen Winkel dieser Höhle und suchen wir die Üble, die trägt die Antwort, die wir suchen in sich. Okay. Wir dürfen natürlich eine Königin töten?
Und naja, und zwischen auf dem Weg dahin halt noch ein paar Spinnen töten. Obwohl, naja, Spinnen tun ja eigentlich was Nützliches. Zum Beispiel machen sie ihre Spinnennetze und jemand hat hier schon die Königin getötet. Super. Ich brauche ein Ziel. Ja, also müssen wir halt warten. Also. Und klar, ich weiß nicht, Aua. Ja, auf jeden Fall. Oh, die sieht so hässlich aus. Aber auch, weiß ich nicht. Ich meine, ich kann die Spiele. Ich kann meine Spiele auf höchster Qualität spielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen super guten PC habe. Aber okay. Gitis und ihre Brut wurden von diesem Totem verdorben. Dies ist ein Totem der Furbolgs. Dies ist tatsächlich sehr beunruhigend. Es bedeutet, dass die Knarzklauen noch immer eine Gefahr für diesen Wald darstellen. Wir haben uns zu früh zu sicher gefühlt. Okay. Ui, und ich bin Level 4. Anzeichen der Dinge, die da kommen werden. Ich werde der Spur der Knarzklauen nachgehen und dieser Verderbnis bis zu ihrer Quelle folgen. Falls ihr jemals Atreidas Bärenfell in Dolana begegnet, er weiß über die Probleme dieses Waldes genauestens Bescheid und er kann euch raten, wie ihr weiterhelfen könnt. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen. Vielleicht könntet ihr mir dabei helfen, die Quelle dieser Verderbnis zum Versiegen zu bringen, sobald wir sie ausgemacht haben. Jetzt werde ich euch zurück nach Dentaria bringen, sodass ihr eure Ausbildung abschließen könnt. Habt Dank für alles, was ihr für uns getan habt, Nisjaha. Okay. Das ist schon mal gut. Ich muss die Höhle nicht verlassen, weil ich habe wirklich keine Lust, an die Spinnen wieder vorbeizugehen. Klar, es gibt zwar EP, aber bitte, ich will keine Höhle mehr mit Spinnen haben. Also, oh. Friede sei mit euch. Ihr seid zurückgekehrt. Es ist gut, dass ihr hier seid. Es scheint, ihr habt die Quelle der Verderbnis erfolgreich bekämpft, die große Teile des Laubschattentals bedroht hat. Teldrassil leidet noch immer und bedarf weiterhin unserer Aufmerksamkeit. Aber wir können einen Augenblick dafür aufwenden, eure Ausbildung hier im Laubschattental abzuschließen. Ja, bitte. Krone von Azeroth. Als Teil des Abschlussrituals eurer Ausbildung hier im Laubschattental werdet ihr etwas über unsere jüngere Geschichte erfahren. Dafür müsst ihr eine Aufgabe erfüllen. Geht zum Mondbrunnen im Nordosten und füllt eine Fiole mit seinem Wasser. Während ihr dort seid, werdet ihr... Moment, einen kleinen Augenblick, ich bin gleich wieder zurück.
Entschuldigung, dass mein Handy wieder, mein Telefon geklingelt hat. Ja. Okay, wo waren wir eigentlich? Auf jeden Fall, okay, ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt stehen geblieben sind, bevor mein Telefon geklingelt hat. Also nehme ich es jetzt an und gut ist. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, das wieder neu vorlesen zu müssen. Und das ist auch wieder zu blöd, wenn ich die Quest doppelt vorlesen muss, nur weil gerade mein Telefon gegangen ist. Und ich entschuldige mich halt dafür wirklich. Und mal schauen, wie lange ich das Video mache. Dass halt die Zeit, die ich halt am Telefon war, halt auch ausgeglichen habe. Und deswegen, ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Also ich habe vorher noch nie World of Warcraft gespielt. Auch bei The Elder Scrolls Online habe ich das ja auch durch eine sehr guten Freundin von mir gesehen und auch zugeschaut. Ja, und auf jeden Fall habe ich halt damit auch angefangen. Und seid gegrüßt. Unsere jüngere Geschichte ist voller Zwietracht und Gewalt. Es gibt noch immer viel, womit wir uns arrangieren müssen. Okay. Gut gemacht, Nisjaha. Ihr habt noch eine Aufgabe vor euch, bevor ihr vom Laubschattental zur offenen Wildnis von Tel Drasil reist. Okay. Wertvolle Wasser. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir da machen müssen. Tenaron Sturmgewalt überwacht alles, was in diesem Tal geschieht. Er hat seinen Wohnsitz auf der Spitze Aldrasils. Als ihr nach Süden blickt, werdet ihr den unteren Teil der Rampe sehen, die zu ihm hinaufführt. Steigt diese Rampe hinauf und vollendet eure Ausbildung. Es war wundervoll, euch kennengelernt zu haben, Nisjaha. Ich bin sehr stolz zu wissen, dass unter den jungen Nachtelfen auch solche sind, die so selbstlos und voller Leben sind wie ihr. Ihr werdet große Taten für unser Volk vollbringen. Ihr werdet große Dinge in dieser Welt tun. Mögen wir uns bald wiedersehen. Ja, also ich muss halt die Kristallfiole nach Tenaron, Sturmgewalt auf der Spitze von Aldrasil im Laubschattental bringen. Und dann kriege ich eine neue Ausrüstung. Und ich hatte was für den Rücken. Oh, okay. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall, also für mich ist das ein bisschen sehr still und klar, kurzzeitig sind mal ein paar Melodien zu hören, aber okay. Ja, wie gesagt, ein Spiel muss halt viel hermachen und bis jetzt bin ich von dem Spiel, von World of Warcraft, nicht wirklich fasziniert und vielleicht ändert sich das ja noch, ich weiß es nicht. Und ich wollte erst eine Dämonenjägerin machen, aber leider muss ich ein bestimmtes Level haben. Hier ist ein Bücherregal, aber ich kann leider nicht das lesen. Friede sei mit euch. Schade eigentlich. Die Mondbrunnen enthalten die Wasser des Brunnens, der Ewigkeit, der uralten Quelle der Magie, die so viele Schrecken über unsere Welt gebracht hat. Die Druiden nutzen die Eigenschaften des Wassers, die Schildwachen verehren die Brunnen als Schreine der Elune und jetzt richten sogar die zurückgekehrten Hochgeborenen sehnsüchtige Blicke auf die Brunnen.
Okay. Ihr habt also den ersten Teil der Nachwirkungen von der Schlacht am Hiyal erfahren. Es gibt noch viel mehr für euch zu erfahren. Und die Aufgabe, die ihr hier begonnen habt, wird sich für den Rest eurer Reise durch Teldrassil bis nach Darnassus fortsetzen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich, weitermache, weil sie hat ja halt gesagt, ich soll nach Sturmwind gehen und da weitermachen ab Level 10. Und ja, mal schauen. Vielleicht mache ich auch das Gebiet zu Ende und dann nach Sturmwind. Aber ich weiß es halt nicht. Vielleicht nehme ich diese Quest noch an und reise direkt nach Sturmwind. Ja, ich glaube, ja, das mache ich auch. Es gibt noch mehr, was ich euch über die Mondbrunnen erzählen könnte und über Teldrassil. Aber ich muss euch nun fortschicken. Korydras Mondzorn wird euch erwarten. Ich habe die Fiole mit dem Wasser, das ihr gebracht habt, in dieses Gefäß gefüllt. Sucht nach Korydras, ihr findet ihn am Mondbrunnen in Dolanar. Folgt der Straße südlich von Aldrasil aus dem Laubschattental hinaus und geht weiter entlang der Pflastersteine. Wenn sich die Straße nach Westen wendet, achtet aber darauf, auf der Straße zu bleiben, Nisjaha. In den Wäldern lauern neuerdings gefährliche Ungeheuer. Geht in Frieden. Mal schauen, ob ich das auch wirklich mache. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, ich habe meinen ersten Erfolg. Wie schön. Wie tief kann man fallen? Errungen. Super. Ja, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich hier in dem Gebiet bleiben soll. Oder doch weitergehen soll oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wäre schon, wie gesagt, ich muss es mir halt überlegen, was ich mache. Und ihr könnt mir aber in den Kommentaren schreiben, was besser ist, ob ich hier in diesem Gebiet bei den Nachtelfen weitermachen soll. Oder ob es wirklich ratsam ist, im Sturmwind weiterzumachen. Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich bin wirklich sehr neugierig, was ihr dazu schreibt. Und was ihr besser findet. Weil ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, mir wurde der Tipp halt von einer guten Freundin gegeben. Ja. Ich bin geehrt. Lieferung für Dolana. Seid mir gegrüßt, Priesterin. Könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Päckchen Kräuter, das ich in der Stadt Dolanar liefern muss. Aber ich habe noch etwas mit den Druiden des Laubschattentals zu regeln und kann nicht weg. Könntet ihr das Päckchen für mich zustellen? Es muss zu Gastwirt Keldamir im Gasthaus von Dolanar. Das liegt an der Straße nach Süden. Ja, okay, machen wir mal. Die Sterne leiten. Wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir auch gerne die Quest annehmen. Ist ja kein Problem. Ja, ach so, ja, was ich jetzt sagen wollte. Das halt ein neues Spiel für mich ist, kann wirklich kein Abspann machen oder ich weiß nicht, wie ich den Abspann machen soll, weil wie bei The Elder Scrolls Online habe ich ja einfach selber Sachen aufgenommen von einem Trailer, nicht von einem Trailer, aber was halt aus dem Spiel ist. Und ja, auf jeden Fall
kann ich das hier irgendwie nicht machen. Es ist halt schade, weil ich würde gerne dafür einen perfekten oder einen sehr guten Abspann benutzen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Blizzard damit einverstanden ist, wenn ich irgendein oder Trailer, die Trailers mir runterlade und die dann selber kreiere und zuschneide. Das weiß ich halt nicht. Und ja, auf jeden Fall muss ich halt gucken. Fasst mich nicht an! Bitte was? Dann fass mich auch nicht an. Also wirklich. Sense-Aufträge. Ihr seid bereit zu arbeiten, wie ich sehe. Ihr habt Glück, denn es vergeht keinen Tag, an dem ich mir nicht wünschte, eine junge Priesterin wäre hier, die mir zur Hand geht. Wisst ihr, Nisjaha, ich kann euch zu eurem Glück verhelfen und mit Dingen versorgen, von denen ihr nie zu träumen wagtet. Damit dies jedoch geschieht, müsst ihr mir gewisse Dinge beschaffen. Meine Angelegenheiten im Wald erfordern oft gewisse Reagenzien. Bringt mir Nachtsäbler, Fangzähne, Striegit, Eulenfedern sowie Proben der Waldweberspinnenseide. Och nee, nicht schon wieder Spinnen. Das soll unser kleines Geheimnis bleiben, Nachtelfe. Aha. Also ganz ehrlich, wenn jemand sagt, das bleibt unser Geheimnis und wir müssen das für ihn aber trotzdem machen, ich habe echt das Gefühl, dass nichts Gutes bei rumkommt, was er von uns verlangt. Und na, lieber würde ich eher vorsichtig sein wollen, als zu sagen, ach ja, er erfüllt mir meine Träume. Alles, was ich mir wünsche, kann er mir erfüllen. Nein, so geht das nicht. Und ich bin da ein bisschen skeptisch. Klar, wir machen unsere Aufgabe, wo ich dennoch überlege, ob das richtig ist, irgendwelche Tiere gerade für ihn zu töten. Und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Weil ich meine, die Eulen tun ja eigentlich niemandem was. Und wir greifen sie ja trotzdem an. Und daher, ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Weil wenn jemand sagt, das bleibt unser kleines Geheimnis, dann normalerweise läuten bei mir die Alarmglocken. Und wo ich auch denke, verdammt, da stimmt was nicht, weil wenn jemand sagt, er braucht Hilfe, aber das bleibt unser Geheimnis, dann wird es nichts Gutes sein, was er dann vorhat, weil wer weiß, wofür er die Sachen wirklich braucht, das weiß man halt nicht. Und daher, ja, weiß ich nicht. Glaube, ich gehe hier gerade falsch. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Klar, jetzt mache ich wieder Detektivarbeit. Aber so bin ich halt nun mal. Ich stelle nun mal Vermutungen an. Und später werde ich halt erfahren, ob das wirklich so stimmt, wie ich es vermutet habe, oder doch falsch liege und es ist doch anders. Und daher, und nein, also diesmal hat die Aufnahme für die Charaktererstellung, sagen wir mal so, oder ich sag's jetzt so, wie es ist, ich habe die Charaktererstellung nicht mit aufgenommen. Aus dem Grund, weiß ich nicht.
Vielleicht wäre es für den Anfang vielleicht sinnvoll, aber ich habe ja schon bei The Elder Scrolls Online eine Charaktererstellung gemacht und ich glaube, das müsste eigentlich dann reichen. Ich meine, ich muss ja nicht in jedem Spiel, was ich spiele und vielleicht als Let's Play rausbringe, vielleicht nicht gleichzeitig auch noch eine Charaktererstellung. Man sieht ja, dass ich einen Charakter halt erstellt habe und ob das dann in die Aufnahme kommen soll oder nicht, das ist ja nochmal dahingestellt und daher müssen wir halt, habe ich halt das nicht gemacht. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern einfach, weil ich das Aufnehmen, also die Charaktererstellung aufnehmen, wollte ich jetzt einfach nicht. Aus dem Grund. Nicht aus Bequemlichkeit, ich wollte das halt nicht. Und daher, das ist meiner. Weg da. Weg! Ui, gut. Ja, eigentlich, Spinnen. Boah, ich hasse Spinnen. Aber gut. Was nun? Wart ihr ein fleißiges... Ey! Was soll das? Ich wollte eine Quest abschließen. Ihr schon wieder? Halt die Klappe. Wart ihr ein fleißiges Bienchen, Miss Yaha? Ich warte darauf, dass ihr mir das bringt, was ich benötige. Ja, hab ich. Haha, wirklich hervorragend. Wer hätte jemals gedacht, dass eine Nachtelfe mir, Sen Faulhuf, meine Wünsche erfüllen würde? Selbst ich hätte es nicht geglaubt, aber so geht es nun mal. Unsere so geliebte Welt ist doch voller Überraschungen. Ein Hoch auf die Naiven und Gutgläubigen. Ich wusste es. Ich hab's wirklich gewusst, dass er wirklich irgendwas doch im Schilde führt. Und ich könnte mir jetzt gerade wirklich in den Hintern beißen, dass wir trotzdem diese Quest angenommen haben und statt einfach den Mittelfinger zu zeigen und sag, ey, besorg dir die Scheiße selber. Aber okay, wir haben jetzt halt die Quest gemacht und wie mein Verdacht schon bestätigt hat, führte er wirklich nichts. Also hat er nichts Gutes im Schilde geführt. Und ich hoffe, dass wir dafür noch Rache, würde ich jetzt Rache sagen? Ja, uns rächen können, genau. Ich will Vergeltung. Wie darf ich helfen? Lieferung für Dullana. Wie vermag ich euch dienlich zu sein, junge Freundin? Seid ihr hier, um euch im Gasthaus auszuruhen? Benötigt ihr einen Ruhestein? Ah ja, die Lieferung Kräuter aus dem Laubschattental. Ein Jammer, dass Portanius nicht selbst kommen konnte, denn wir hätten viel zu besprechen. Dennoch bin ich froh, dass ich die Kräuter habe und dass ihr gekommen seid. Bitte ruht euch aus, solange ihr hier seid, Helden. Helden müssen Körper und Geist fit halten und Ruhe und Entspannung suchen, wann immer sie können. Vernachlässigt man Ruhe für den Körper und Geist, wird man keine Leistung bringen können. Also entspannt euch eine Weile. Ja, ich würde gerne Wasser haben. Ja, ich habe gesehen, bei ihm kann ich sogar eine Heimat herstellen. Mache ich jetzt auch. Aus reiner Bequemlichkeit natürlich. Und ja, was? Das sieht ja schön aus. Das Top gefällt mir. Auch wenn es bauchfrei ist, aber es gefällt mir dennoch. Ja. Wir nehmen jetzt die Quest hier auch an und ja, mal schauen. Sei mit euch. Sucht Befreiung.
Der Rat des Waldes hat die Meinung erhalten, dass ihr Zen Faulhuf behilflich gewesen seid. Der Satyr ist ein Feind des Waldes. Als Nachtelfe müsstet ihr eigentlich mehr Verstand haben, als den Wald zu entweihen, indem ihr Kreaturen der Natur tötet. Hab ich nicht gesagt, dass er was im Schilde führt? Ihr müsst eure Ehre in den Augen des Rates wiederherstellen, wenn ihr weiterhin eine Freundin von Teldrassil bleiben wollt. Erteilt Faulhuf eine Lektion, dann habt ihr eure Schuld beglichen. Teufelszapfen sind verderbte Samen, die von Bäumen fallen. Sie sondern grünen Rauch ab. Gebt Faulhuf einige davon. Er wird denken, dass ihr ihm eine harmlose Leckerei gebracht habt. Okay, gerne. Sterne leiten. Das tue ich doch gerne. Und ich sehe schon, wir haben 5 Uhr. Und ich mal schauen. Ich gucke einmal, wie lange ich gerade aufnehme. Und ja, fast eine Stunde. Ich glaube, ich nehme jetzt die Quest alle an und gib sie ab. Und dann würde ich auch dann einmal Schluss machen. Der smaragdgrüne Traumfänger. Einst erhielt ich von Gaerolas Talvetren, dem Bewacher der Druiden im Grabhügel von Banethil, einen smaragdgrünen Traumfänger. Dieses mächtige Amulett ist in der Lage, Energie aus dem smaragdgrünen Traum abzuziehen und damit denen, die es tragen, Glück zu bringen. Leider habe ich den Traumfänger nicht mehr aus meiner Kommode in Sternhauch holen können. Sternhauch war einst ein ruhiger Ort, aber jetzt ist er durch die Furbolgs, die sich dort aufhalten, der Verderbnis anheimgefallen. Wärt ihr vielleicht bereit, mir meinen Traumfänger wieder zu beschaffen, Priesterin? Ja klar. Machen wir natürlich und ja, hier ist doch noch irgendwo eine Quest, wie ich sehen kann, oder? Hier nicht noch eine Quest? Moment. Ne, hier kann ich das nicht sehen. Es wird mir nur gerade auf der Minikarte angezeigt. Vielleicht sollte ich mal größer machen. Aber das bringt mir... Oh. Ja, wie gesagt, das bringt mir aber auch nicht. Und daher, ja, ich muss gucken jetzt. Ich muss einmal nachgucken, wo sich diese Quest aufhält. Ja, wo sie sich gerade befindet. Ob sie hier irgendwo ist? Ich weiß es nicht. Und, nee, hier ist auch nichts. Also hier ist auch rein gar nichts. Autsch. Also ist nur der hier. Und sonst ist hier rein... nee. Eigentlich... nein. Nö, also hier ist keine Quest. Egal, ich nehme jetzt alle an und dann... ja, mal schauen. Ein beunruhigender Wind weht durch den Wald. Ja, Gaerolas Talvetren dient den schlafenden Druiden der Kralle in den Grabhügeln von Banethil als großer Aufseher. Seine Pflicht als auserwählter Beschützer der Schlafenden ist es, deren Sicherheit zu gewährleisten, auf dass sie ihrem Pakt mit Isera gerecht werden. Aber es gab länger keine Nachricht von Gaerolas und ich werde etwas nervös. Reist nach Osten zum Dorf Sternhauch und bringt mir einen Bericht von Gaerolas, auf dass ich meine Sorgen begraben kann, da ich weiß, dass meine träumenden Brüder und Schwestern sicher schlummern. Ich werde gerade das Gefühl nicht los. Moment, ich müsste auch mal einmal verkaufen. Ich bin geehrt. Ja, wird auch Zeit.
Ach so, ja, ich habe ja noch von der Brust habe ich noch. Ja, und Hose habe ich auch noch. Die müsste ich auch mir einmal Questgegenstand. Die müsste ich mir auch mal eben mal anziehen. So, jetzt kann ich auch die Sachen verkaufen. So, die diese brauche ich halt noch. Ne, reparieren müssen wir uns nicht. Ein bisschen freizügig. Ey, lauf. Ich komme echt mit der Steuerung nicht klar. Also ganz anders als bei The Elder Scrolls Online. Es ist viel einfacher. Oh, die sieht ja putzig aus. Oh, sieht das putzig aus. Ui, schick. So. Seid gegrüßt, Priesterin. Welchen Anlass verdanke ich die Freude unserer Zusammenkunft? Ich verstehe. Phenaron hat euch gesandt. Nun gut, es scheint, dass wir viel zu bereden und noch mehr zu tun haben. Bevor wir uns um die zu erledigende Aufgabe kümmern, solltet ihr die Lektion dieses Mondbrunnens erlernen. Teldrassil, die Verweigerung der Aspekte. Lasst mich euch zunächst ein bisschen mehr von der Aufgabe erzählen, die euch erwartet. Die Druiden in Darnassus verbrauchen das Wasser der Mondbrunnen Teldrassils. Und deshalb muss ihr Mondbrunnen von Zeit zu Zeit wieder aufgefüllt werden. Ihr könnt mit diesen speziell gefertigten Fiolen Wasser aus dem Mondbrunnen schöpfen. Nehmt dieses Gefäß zum Mondbrunnen außerhalb von Sternhauch in Osten mit und füllt es mit Wasser. Beachtet die Leeren der Mondbrunnen, sonst nähren wir nur unsere Verfehlungen. Okay. Leb wohl. Natürlich werden wir das machen, das ist ja kein Problem. Und ja, wir kommen zu der nächsten Quest. Also heute haben wir sehr viele Quests zu machen und oder angenommen, jetzt ist das, glaube ich, die letzte Quest, die wir annehmen. Und daher, mal schauen, was sie will. Meine Waren sind von Andenken Qualität. An Zuhause. Okay, willkommen in Dolana, Priesterin. Sagt mir Bescheid, falls ihr Rezepte und Grundzutaten benötigt. Oh, danke, aber ich bräuchte mal eher größere Taschen. Andenken an Zuhause. Eine Freundin von mir, Schwester Akine, ist in der Ausbildung zur Mondpriesterin in Darnassus. Sie hat Dolana letztes Jahr verlassen, um im Tempel zu lernen. Laut ihren Briefen geht es ihr gut und sie lernt viel. Aber sie vermisst ihr Zuhause und ihre alten Freunde. Ich habe ein Buch mit ihren Lieblingsrezepten aus Dolana, zusammengestellt. Wenn ihr die Zeit findet, könntet ihr es ihr nach Darnassus bringen. Ihr könnt einen Hippogryphen von Fidelio mieten. Er befindet sich in der Mitte der Stadt, gegenüber vom Gasthaus. Bringt die Rezeptsammlung von Dolana zu Fidelio in Dolana. Okay. Also ja, wir müssen in der nächsten Folge sehr viele Aufgaben machen. Wir müssen einmal nach Darnassus fliegen, was wir, glaube ich, auch als erstes tun werden. Ja, und ja, es geht wirklich viel Zeit von, wir sind jetzt im Moment Stufe 5 und ja, auf jeden Fall freue ich mich für ein Abo. Lasst einen Daumen nach oben, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und ich schaue, dass ich wirklich gucke, ob ich jede Woche einmal
eine Folge rausbringe oder halt zweimal die Woche, aber das wird sich dann noch zeigen, wegen der Zeit auch. Aber ich werde jetzt erstmal, bevor ich mich komplett verabschiede, gehe ich mit euch einfach mal ins Gasthaus, weil Regen, ich werde nass und nein, danke. Also ich habe gerade keine Lust und ich möchte gerne im Trocknen. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The World of Warcraft. Und wir werden gucken, was uns dort erwartet. Wir müssen nach Osten, wir müssen zu einem Mondbrunnen, wir müssen einen smaragdgrünen Traumfänger holen. Genauso wie wir nach jemanden suchen müssen, ob alles in Ordnung ist. Und ja, ich freue mich darauf und schaltet wieder ein. Und ihr könnt mir auch Kommentare geben, wie ich die Taschen erweitern kann, wie ich größere Taschen bekomme, weil ich glaube, ich müsste mir die Taschen kaufen. Aber ich weiß es halt nicht. Ja, und ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal.